Guten Morgen, ihr wundervollen Christuslichter. Und ich freue mich sehr, denn ich möchte mit euch jetzt eintauchen in eine der für mich selbst wirklich eine der bedeutendsten Stellen im ganzen Kurs, eine der Stellen, die mir einen unglaublichen Trost schenkt, eine ganz starke, ja, wie soll ich sagen, Sinnhaftigkeit für was auch immer gerade noch meine Situation, meine innere und äußere Situation ist, die ja noch nicht perfekt ist in meiner Wahrnehmung, die ja noch nicht vollkommen ist. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die heutige Lektion nehmen, mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe, dann, wenn ich das nicht so empfinde, ja, das ist ja ein Leitgedanke, den ich benutze, um zu lernen, um zu praktizieren. Wenn ich also spüre, okay, ich fühle nicht nur gegenwärtiges Glück, sondern auch andere Dinge. Und das sind ja auch Sachen, die häufig vorkommen. Das ist ja nicht selten, sondern die Versuchungen kommen ja immer und immer wieder. Wir haben Augenblicke, in denen wir denken, oh wow, ich bin ja so nah. Ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch. Und es ist so schön, es ist so wunderschön und ich bin so glücklich und es ist so friedlich und es ist doch alles so einfach. Und dann kommen die Momente, das heißt, oder im nächsten Moment oder wie auch immer, kommt dann zack, kommt da so ein Ego-Impuls hinein. Und das sind eben die Versuchungen, die auf irgendeine Art und Weise, ob es jetzt körperliches, emotionales, sonst wie irgendwie ist, die dann diesen ganzen Frieden wieder stören möchten. Und ja, es ist einfach diese dauernde, eigentlich den ganzen Tag über gefragte Wachsamkeit wirklich. Wenn ich nicht ganz glücklich bin, dann ist da etwas, dann bin ich einfach mal wieder dem Ego auf den Leim gegangen, was überhaupt nicht weiter schlimm ist. Ich habe ja die Mittel, nämlich die Vergebung, meine Funktion, durch die ich begreifen kann, dass ich in Wahrheit frei bin. Aber jetzt lasst uns mal diese Stelle, weil das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr erhebende Stelle. Das ist im Handbuch für Lehrer Nummer 26 mit dem Titel Kann Gott direkt erreicht werden? Manchmal mag ein Lehrer Gottes eine kurze Erfahrung der direkten Vereinigung mit Gott haben. In dieser Welt ist es fast unmöglich, dass diese von Dauer ist. Ja, das ist das, was der Kurs, was Jesus die Offenbarung nennt. Ein Augenblick von direkter Vereinigung mit Gott, in der wir sehen, in der wir wirklich sehen, so wie ich das hatte sehr früh in meinem Leben, dankbarerweise. Und was wirklich ein paar Augenblicke war, ich kann das gar und auch unbeschreiblich ist, diese direkte Vereinigung mit Gott ist unbeschreiblich, da fehlen einem die Worte, da gibt es keine Worte für. Und was eben für mich so bedeutsam war, weil es mir gezeigt hat, dass das ist der Sinn des Ganzen, eines ganzen Lebens und das zu erreichen für immer, darum geht es wirklich. Diese Erfahrung kann vielleicht nach viel Andacht und Hingabe gewonnen und dann für einen großen Teil der Zeit auf Erden aufrechterhalten werden. Aber das ist so selten, dass es nicht als ein realistisches Ziel betrachtet werden kann. Wenn es geschieht, so sei es. Wenn es nicht geschieht, so sei es ebenso. Ich finde das alleine das schon, es ist so wunderschön, es ist so wahr. Wir brauchen uns nichts vormachen. Wir brauchen hier nicht mit einem Heiligenschein durch die Gegend laufen und einen Zustand
soll ich sagen, wollen, dass ich in einem Zustand bin, der aber auf diese Art und Weise ganz, ganz selten nur, ja, ich muss hier nichts, schon gar nicht irgendwie spielen. Ich bin, wie ich bin. Ich bin jeder hier. Wir sind, wie wir sind. Wir haben unsere Lektionen zu lernen. Ja, weil es einfach, es ist nicht realistisch, hier wie ein Heiliger durch die Welt zu gehen, sondern alle weltlichen Zustände müssen illusionär sein. Wenn Gott in einem anhaltenden Gewahrseinszustand direkt erreicht würde, würde der Körper nicht lange aufrechterhalten. Und diejenigen, die ihren Körper abgelegt haben, nur um ihre Hilfe auf diejenigen auszudehnen, die zurückbleiben, sind wenige fürwahr, wie zum Beispiel Jesus, wie zum Beispiel Atan und Pussa bei Gary und sicherlich einige mehr. Und sie brauchen Helfer und das sind wir. Wir sind die Helfer. Und jetzt hört, sie brauchen Helfer. Jesus braucht Helfer, die immer noch in Knechtschaft sind und noch immer schlafen, sodass durch ihr Erwachen Gottes Stimme gehört werden kann. Verzweifle also nicht wegen der Begrenzungen. Es ist deine Funktion, ihnen zu entrinnen, aber nicht ohne sie zu sein. Wow, das ist doch wirklich ganz, ganz stark. Es ist nicht meine Funktion, hier mit einem Heiligenschein durch die Gegend zu laufen und völlig ohne Begrenzungen zu sein, ohne meine eigenen Themen, die noch zu lösen sind, zu sein. Das ist nicht meine Funktion. Das ist niemandes Funktion hier. Sondern wenn du von denjenigen gehört werden möchtest, die leiden, musst du ihre Sprache sprechen. Ich muss einfach wissen, ich muss wissen, was Leiden ist. Ich muss die Hölle erfahren haben. Und das habe ich. Ich muss und muss lernen, wie ich aus diesem tiefen Tal an Jesu Hand emporklimme, wie ich daraus wieder heraussteige und erwache. Und das ist mein Prozess, den ich mit euch gemeinsam Hand in Hand gehe. Da führt niemand und da folgt niemand, sondern wir gehen Hand in Hand. Und das ist so, das ist die Schönheit von einem Kurs in Wundern. Hier ist niemand, der sich herausstellt, kein Lehrer Gottes, der sich herausstellt und sagt, ich hab's und du nicht, sondern das ist diese grenzenlose Liebe, die wir hier lehren und lernen. Dass mein Bruder, so wie ich meinen Bruder sehe, sehe ich mich selbst. So was ich über ihn denke, denke ich über mich selbst. Das heißt, wenn ich meinen Bruder sehe als einen armen Sünder oder als schuldig oder als unfähig oder als was auch immer, ja, dann ist das einfach nur ein Teil von mir. Dann bin ich nicht. Ja, das ist ein Teil in mir, den ich in mir, in meinem Geist heilen darf. Ne, und deswegen, ich habe jetzt auch dieses Neue, das ist für mich so ein bisschen neu, so eine Art zu vergeben. Nicht neu, total neu, aber so von der Praxis her. Wenn mich eine Eigenschaft eines Bruders, wenn das in mir eine emotionale Reaktion der Ablehnung oder was auch immer hervorruft, ja, nehmen wir mal an, zum Beispiel, was weiß ich, Kritik, ne? Da ist jemand, der ist sehr kritisch oder negativ oder so, was weiß ich, negativ kritisch zum Beispiel, dass ich dann sage, ganz konkret, heile die negative Kritik in meinem Geist. Ne? Denn ich würde ja niemals emotional reagieren auf meinen Bruder, wenn ich es in mir selbst geheilt hätte.
Das heißt, solange ich emotional reagiere, zeigt es mir, da ist etwas, was ich in meinem Geist noch heilen darf. Das heißt, ich nehme jetzt ganz konkret das, was mich am Bruder stört, ja, was eine Emotion in mir auslöst, und sage dem Heiligen Geist, heile diese Emotion in meinem Geist. Heile die Idee von Krankheit in meinem Geist und so weiter. Wenn du ein Erlöser sein möchtest, musst du verstehen, woraus zu entrinnen ist. Und alle Hilfe, die du annehmen kannst, wird bereitgestellt werden. Und kein Bedürfnis, das du hast, wird nicht befriedigt werden. Wir wollen uns denn nicht zu sehr um Ziele kümmern, für die du nicht bereit bist. Gott nimmt dich, wo du bist, und heißt dich willkommen. Was könntest du mehr wünschen, da dies alles ist, was du brauchst? Und das ist nämlich eben auch dieses, was Jesus sozusagen garantiert. Du brauchst nur deine Funktion annehmen und wirklich mit mir gehen. Und ich sorge für alles, was du brauchst. Jedes Bedürfnis, was du hast, wird erfüllt werden. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie du das gerne möchtest, ne? Weil wir möchten ja immer, haben immer so eine Idee mit dem Ego, wie Bedürfnisse erfüllt werden möchten. Auf die Weise sicher nicht, denn das ist ja eine Bedürfniserfüllung, die uns hungrig lässt. Ne? Sondern Bedürfnisse werden erfüllt auf die Weise, wie sie uns nicht mehr verletzen können. Ja, kein Bedürfnis, das du hast, wird nicht befriedigt werden. Okay. Lektion 290. Mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe. Wenn ich nicht auf das schaue, was nicht da ist, ist mein gegenwärtiges Glück alles, was ich sehe. Okay. Und bei dem Satz habe ich dann heute Morgen schon gedacht, okay, wenn ich nicht schaue auf das, was nicht da ist, was ist denn nicht da? Ja, eigentlich ist alles nicht da, ne? Es gibt ja keine Welt. Das heißt, kein Körper ist da, keine Formen sind da, es ist keine Vergangenheit da, keine Zukunft da, es ist keine Zeit und kein Ort, kein Raum, nichts. Es ist ja nichts von all dem ist wirklich da. Und jetzt sagt er, wenn ich nicht auf das schaue, was nicht da ist, ist mein gegenwärtiges Glück alles, was ich sehe. Ja, wie kann ich jetzt nicht auf die Formen schauen und nicht auf die Dinge schauen? Ich kann das nicht. Ich kann es gar nicht, Heiliger Geist. Ich kann das nicht. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann das nur mit dir und ich bin bereit. Was von uns verlangt wird eigentlich, ist die Bereitwilligkeit. Und der Heilige Geist tut das dann für uns. Er, Heiliger Geist, ich will mit dir auf die Dinge schauen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das Ego immer zuerst spricht. Es sind zwei Stimmen in unserem Geist, okay? Es sind zwei Stimmen. Wäre nur noch eine da, wären wir gar nicht mehr hier. Es sind zwei Stimmen in unserem Geist. Das eine ist das Ego und das an die Sprache der Angst. Und der Sorge und der Kritik und des Urteils. Und das andere ist die Sprache der Liebe, ist der Heilige Geist, der nur Unschuld kennt. Nur das, nichts anderes, nur Wahrheit und über all die Dinge hier hinwegschaut. Und wir haben nun mal beide Stimmen. Und die Stimme der Angst und des Ego und des Urteils spricht immer zuerst. Das heißt, der ganze Kurs geht ja im Grunde darum, dass ich diese Stimme neutralisiere mit Hilfe des Heiligen Geistes, mit der, wie er jetzt hier sagt, Gottes eigene Berichtigung, die neutralisiert das Ego, was uns ständig und ständig und ständig immer wieder, das Ego wird nicht aufhören, das wird nicht müde, ja, es wird immer wieder kommen, ganz klar. Und so wird aber, je weniger Aufmerksamkeit wir dieser Stimme geben, und je mehr Aufmerksamkeit wir dieser Stimme geben, der Stimme der Berichtigung, umso, das wird sich verlagern, das verlagert sich. Die Versuchungen werden, es wird anders, sie sind dann nicht, vielleicht auch nicht mehr so intensiv. Oder etwas
Die Quantität oder Qualität, es wird sich etwas verändern und beobachte, dass das dürfen wir beobachten. Etwas verändert sich, zum Beispiel vielleicht auch die Leichtigkeit, mit der ich etwas neutralisieren kann jetzt mit Hilfe des Heiligen Geistes, was vorher viel schwieriger war, was ich jetzt mit Leichtigkeit eher, ja, und schnell, ich brauche nur einen Moment, ich brauche es nur zu tun. Ja, wie auch immer es sich offenbart in deinem Leben. Augen, die sich zu öffnen beginnen, sehen endlich. Und ich möchte, dass die Schau Christi an eben diesem Tag zu mir kommt. Und wenn es nur mal ein heiliger Augenblick ist, mit dem ich auf Unschuld schaue, anstatt auf das, was das Ego mir anbietet, dann ist das schon ein großes Glück. Dann ist das schon ein großes gegenwärtiges Glück, wofür wir in höchstem Maße dankbar sein können. Was ich ohne Gottes eigene Berichtigung, also ohne den Heiligen Geist, für die Sicht wahrnehme, die ich machte, ist furchterregend und schmerzlich anzusehen. Doch möchte ich meinen Geist keinen Augenblick länger von der Überzeugung täuschen lassen, dass der Traum, den ich machte, wirklich ist. An diesem Tag suche ich mein gegenwärtiges Glück und schaue auf nichts anderes als auf das, was ich suche. Das ist unsere Ausrichtung. Ob wir das jetzt genauso schaffen oder nicht, wahrscheinlich nicht, denn wir werden. Ob wir nur das finden, aber vielleicht ist jemand unter uns, der das schafft. Ich weiß es nicht, ich kann es überhaupt noch nicht sagen, ich will auch nichts vorwegnehmen, aber lasst uns dankbar sein für jeden heiligen Augenblick, an dem es uns gelingt. Das ist so ein unglaublicher Wert. Ja? Und lasst uns nicht der Stimme des Ego, auf die Stimme des Ego hören, die sagt, oh, und schon wieder und so, und nein, du schaffst das nicht und du kannst das nicht. Das ist die Versuchung. Nein, danke, diese Stimme will ich nicht. Sondern ich will die Berichtigung des Heiligen Geistes. Ich will mit dir auf die Dinge schauen. Und dann kommt immer die Antwort Gottes. Es ist immer ein Augenblick von Frieden. Immer ein Stückchen Frieden. Mit diesem Entschluss komme ich zu dir und bitte darum, dass deine Stärke mich heute unterstütze, während ich nur deinen Willen zu tun suche. Du wirst mich hören, Vater. Der Vater hört ja immer. Das, worum ich bitte, hast du mir bereits gegeben und ich bin sicher, dass ich mein Glück heute sehen werde. Ja. Und übrigens, das Ego, das gute alte Ego, ja, wenn das hört, diesen Gedanken, mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe. Ja, was ist dann das Ego geneigt, zu uns einzuflößen? Oh, du bist so egoistisch. Du kannst doch hier nicht nur an dich denken und an dein Glück. Guck doch mal, wie viele Menschen Hilfe brauchen und leiden. Ja? Stopp, 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 stopp. Weil das ist die Versuchung. Das ist die Stimme des Ego, die will nicht, das Ego will nicht, dass wir glücklich sind. Das Ego will auch nicht, dass wir in der Gegenwart sind. Denn was ist das denn? Das ist doch ein Ziehen in Erinnerung und in Vergangenheit. Schau mal, wie viele Menschen leiden. Schau mal, was hier gerade los ist. Das ist ja genau die Stimme, die uns wegzieht aus der Gegenwart. Und wir wollen da nicht mehr drauf hören. Das ist eine Falle. Ja, es ist einfach nur eine Falle. Ja. Mein gegenwärtiges Glück ist alles, was ich sehe. Und dieses gegenwärtige Glück, das teile ich mit Gott, das teile ich mit der ganzen Welt. Und es ist das vollkommene Glück, das Gott für mich will. Es ist der Himmel, den Gott für mich will. Gott will den Himmel für mich. Gott will nur Glück für mich und für uns alle. Ein Glück, das wir mit allen teilen.
Leid kann nicht mit allen geteilt werden. Das ist eine Illusion. Das ist Trennung. Aber Glück kann mit allen geteilt werden. Und wenn wir im Geiste, wenn wir vergebend auf die Dinge schauen, die wir wahrnehmen in der Welt und so weiter, wenn wir dem Bruder nicht mehr beipflichten, dass Leiden wirklich ist und Krankheit wirklich ist, sondern einfach im Geist uns erinnern, dass nur die Wahrheit wahr ist, dass nur geistige Gesundheit, das ist das Wunder, geistige Gesundheit. Ich nehme falsch wahr, wenn ich Leiden wahrnehme. Und nur der Himmel ist wahr. Das haben wir gestern auch schon so wunderbar gehört. Ihr Lieben, danke und seid gesegnet.